Und jetzt kommen wir in der nächsten Folge Until Dawn. Und mein Hirn setzt langsam aus bei diesem Spiel. Nicht, weil es irgendwie unlogisch ist, also unlogisch schon, aber es ist verdammt verwirrend. Also los geht's. Wir dachten, er hätte Jess getötet und er hat mich aufgezogen. Ich habe ihm eine verpasst. Chris, vielleicht hat er es verdient. Ich hole ihn jetzt, er geht sonst drauf. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Seht ihr, deshalb glaube ich lieber zu zweit. Von euch. Geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Aber wer war der Typ mit der Machete in der ersten Folge vor der Hütte? Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey! Komm bloß zurück. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Okay, gerne, man, gerne, man. Also, wir kommen am Ende. Wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Ja, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Lang geht das Spiel, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht noch ein Kapitel? Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Sie folgen bestimmten Mustern. Es wird langsam morgen. Tier oder Menschen. Na, und wie? Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Wir können eigentlich rausgehen, also abhauen. Hab ich nicht gefragt. Mit dem Typen zusammen. Wenn er uns bis zur Seilbahn bringt. OP-Bendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können Sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, Sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja. Ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. So, wir sind an der, an der nächsten Hütte, an der Scheune. Josh ist tot. Oder ist abgehauen. Oh nein! Verdammt, was soll das? Er ist weg, wir sind zu spät. Still. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper. Das wollte ich nicht wissen. Stück für Stück. Nein. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen bisschen nach dem anderen. Danke. Woher weißt du das? Zur Lodge. Gut. Lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. So, Chrissy the Riss, lauf ein bisschen in die Hut und Luft. Halt! Nicht leben. Oh fuck, man, ich hasse das. Lauf! Los, los, los!
aus. Großer Gott, was ist das? Zurück! Zurück! Gott verdammt! Wir sind zurechtgeschieden. Wir müssen weg hier! Oh Gott, 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 oh Gott! Lauf! Wo sind die Tanz? Wenn ich da, glaube ich, eins verkacke. Was ist das mit Chris? Nett, die Dinger. Ich glaube, ich habe gleich keinen Schuss mehr. Ash, Ash! Oh Gott sei Dank! Bitte lass mich rein, schnell! Oh, oh mein Gott! Chris! Oh mein Gott, was ist passiert? Hier, wir müssen weg. Das Ding war direkt hinter mir. Los, 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 los! Josh. Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er etwa tot? Oh nein. Was ist passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll, toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike, es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist das? Ich war da unten. Das war furchtbar. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Die wussten, das ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Was ist das? Ash. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts, ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh, ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ich jetzt denke, und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Was, Mike? Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily,
Du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da in Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, M. Mike, bitte! Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Mike. Nicht für uns. Nicht, tu das nicht! Es tut mir so leid. Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Habe ich überhaupt bisher geredet? Fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ach nee. Ich bin bald zurück. Nee, es ist nicht sicher da draußen. Erstmal sicher pissen. Dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. 54. Bald ist es geschafft. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigo zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum. Der Kerl ist ja richtig besessen. Hey. Im Zaum? Ich glaube, das heißt Zaun zu halten. Halte dich an diese Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus, wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Windstürmen. Wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo Geist Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne und wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Cree. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur. Fick dich! Geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Cree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Cree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun, und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Cree sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Sie werden sowohl schärfer, der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger wie ein Falke, doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos, Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann auf ihn Abstand halten.
Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen, bleibt immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer. Das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuch nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt. Von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Ein nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Until Dawn.